Die Aufgabe diesmal, da geht es um ein Schiff, das von zwei Schleppern F1, F2 gezogen wird, Alpha 1, Alpha 2. Beide zusammen geben eine resultierende Kraft und natürlich ist die resultierende Kraft gleich der gleichgewichtshaltenden Kraft, also die Kraft, die das Wasser auf das Schiff ausübt, wenn man von der Motorleistung des Schiffes abzieht oder dieses Schiff überhaupt keinen Antrieb hat. So, jetzt geht es darum, im ersten Teil ist F1 gegeben und F2 gegeben und Alpha 2 ist gleich 30 Grad. Und es gibt immer eine grafische Lösung und eine rechnerische Lösung. Man muss sich also erstmal überlegen, welche Lösung man wählt. Die grafische Lösung ist im Prinzip ein Dreieck. Wenn ich also mal hier, ach so, die FR soll natürlich immer genau vertikal sein. Das steht noch in der Aufgabenstellung drin. Wenn ich also mal eine vertikale Linie ziehe und ich setze jetzt an 7000 kN und 30 Grad, das ist die Kraft F2. Das kann ich jetzt also einzeichnen. Das hier sind also 30 Grad und das hier ist F2 gleich 7000 kN, zum Beispiel 1 Zentimeter entspricht 1000 kN, also 7 Zentimeter. Dann kann ich jetzt hier einen Kreis nehmen und diesen Kreis mit 5000 zeichnen. Und der schneidet natürlich zweimal. Und dann nehme ich den Schnittpunkt hier oben, weil es wohl relativ wenig wahrscheinlich ist, dass der eine Schlepper in dieser Richtung zieht. Ich kann also davon ausgehen, dass Alpha I kleiner als 90 Grad ist. Es macht wenig Sinn, wenn der eine Schlepper nach hinten zieht. So, und dann kann ich also im Prinzip um diesen Punkt hier einen Kreis schlagen mit dem Radius 5 cm und kann so das Ding hier konstruieren. Dann kann ich F1 jetzt mit Zentimetern messen und ich kann den Winkel Alpha 1 auch messen. Die rechnerische Lösung sagt aus, die Summe der Kräfte in x-Richtung ist gleich 0. Das ist die x-Richtung, das ist die y-Richtung. Und daraus folgt, dass F1 mal Sinus Alpha 1 ist gleich F2 mal Sinus Alpha 2. Daraus folgt der F1 nach unten, nach Alpha 1 aufgelöst. Alpha 1 ist also der Arcus Sinus von F2 mal Sinus Alpha 2 dividiert durch F1. Der Rechner muss natürlich auf Degree stehen und nicht auf Radiant. Und dann kann ich das Ganze ausrechnen und bekomme da also 44,43 Grad raus. So, und dann kann ich natürlich die Summe der Kräfte in Y-Richtung aufstellen. Und dann kann ich sagen, daraus folgt, die resultierende ist gerade gleich F1 mal Cosinus Alpha 1 plus F2 mal Cosinus Alpha 2. Und im anderen Fall kann ich diese resultierende hier einfach messen. Und in dem Fall kann ich das eingeben. Und da kommen dann eben raus 9000. 635 Kilonewton. Und damit ist die erste Aufgabe beendet. Jetzt gucken wir uns die zweite Aufgabe an. Wir machen erstmal wieder eine Planskizze. Also hier haben wir die resultierende. Die resultierende ist sogar gegeben. Das hier ist jetzt also Fr. Dann habe ich eine Kraft F2 und eine Kraft F1. Ein Winkel Alpha 1, der gegeben ist. So, wie machen wir das? Ich trage also irgendwo einen 30-Grad-Winkel an, zum Beispiel hier. Jetzt nehme ich ein Lineal und zeichne hier eine Gerade und das hier sind 30 Grad. Jetzt setze ich am Ende von Fr einen Circle ein und schlage einen Kreis mit dem Radius 4000 Kilonewton und dieser Kreis schneidet jetzt zweimal und die eine Lösung kann ich wieder ausschließen, weil der Schlepper dann rückwärts geht. Deswegen bleibt nur noch die andere Lösung über und damit habe ich die Sache wieder konstruiert. Das hier wäre jetzt F1 und Alpha 1 wären 30 Grad und das hier wären F2 und Alpha 2. Ich wiederhole nochmal, ich zeichne eine vertikale Strecke ein von 5 cm.
Ich zeichne hier einen 30-Grad-Winkel ein und trage hier den freien Schenkel an. Jetzt schlage ich einen Kreis um diesen Punkt mit dem Radius 4 cm, der in zwei Punkten schneidet. Und diesen Punkt suche ich mir raus und dann kann ich eben wieder alle gesuchten Größen ablesen. So, wie geht die ganze Sache rechnerisch? Da habe ich ja im Prinzip einen Winkel Alpha 2 nicht gegeben und will den verschwinden lassen. Ich habe also wieder dieselben Gleichungen wie vorher und kann sagen, wir sind jetzt bei b, dann kann ich sagen, dass F2 mal Sinus Alpha 2 ist gleich F1 mal Sinus Alpha 1. Und diese Gleichung hier, die kann ich auch wieder aufstellen und kann sagen, F2 mal Cosinus Alpha 2 ist gleich Fr minus F1 mal Cosinus Alpha 1. So, und jetzt kann ich beide Gleichungen quadrieren und aufaddieren. Hier mache ich das natürlich mit der zweiten binomischen Formel. Also nochmal a minus b zum Quadrat ist a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat, heißt zweite binomische Formel. Und hier wird Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat 1. Deswegen steht hier f2 Quadrat. Und das ist jetzt gerade gleich. Dann habe ich hier erstmal fr Quadrat. Und wenn ich den quadriere und den quadriere, habe ich plus f1 Quadrat. Und dann habe ich minus 2f1 fr mal Cosinus Alpha. Das ist die Herleitung des sogenannten Cosinussatzes, den man sich natürlich auch aus jedem Mathematikbuch abschreiben könnte. So, und dabei ist gesucht, die Kraft F1 ist gesucht. Das heißt, ich habe eine quadratische Gleichung, die folgende Form hat: F1 Quadrat minus 2 Fr Cosinus Alpha F1. Ich gucke nochmal, ob ich alles richtig habe. So, und jetzt kommt plus Fr Quadrat minus F2 Quadrat ist gleich 0. Diesen Term nenne ich jetzt P. Diesen Term nenne ich jetzt Q. P sind dann minus 8, 6, 6, 0 Kilonewton und Q sind 9 Millionen Kilonewton zum Quadrat. Und dann habe ich eben F1 ist gleich minus P halbe plus minus die Wurzel aus P Quadrat Viertel minus Q. Und da bekomme ich zwei Lösungen. Und die kleinere Lösung muss ich nehmen und die größere muss ich wieder verwerfen. Ich bekomme hier also die Lösung raus. F1 ist gerade gleich 1200 und 8 Kilonewton. Das wäre jetzt also diese Lösung hier. Und dazu gehört der Winkel Alpha 2 ist gleich 8,682. Und die unsinnige Lösung, das wäre jetzt also die mit dem Minuszeichen, das ist die richtige. Und die mit dem Plus ist unsinnig. Da bekäme ich also 7453 Kilonewton raus und für den Alpha 2 68. 6,68 Grad. Wir sehen, das ist, ja, der ist noch mal gar nicht so unsinnig, aber ein Winkel von 68 Grad ist trotzdem zu groß, ist immerhin kein 90 Grad Winkel. Also es ist nicht völliger Blödsinn, aber wahrscheinlich liegt das am Arcosinus. Der Arcosinus, der liefert mir nämlich zwei Werte. Und wenn ich die Zeichnung mache, dann werde ich wahrscheinlich rausbekommen, dass der Winkel sogar falsch ist und dass ich hier eben 180 Grad minus Alpha 2 rechnen muss, um den wirklichen Winkel zu haben. Jedenfalls ist diese Lösung hier die falsche und das andere ist die richtige Lösung. Und wie gesagt, der richtige wäre wahrscheinlich 180 Grad minus Alpha 2. Das könnte ich in der Zeichnung leicht rauskriegen. Da hat mich der Arcosinus betrogen. Da muss ich ein bisschen aufpassen.
So, dann sind wir jetzt bei Aufgabe C. Bei Aufgabe C soll F2 ein Minimum einlegen. FR ist gegeben und Alpha 1 gleich 30 Grad. Wir haben hier wieder die Kraft FR. Und wir haben hier wieder den 30 Grad Winkel. Und wann wird die Strecke hier minimal? Wenn ich das Lot von diesem Punkt auf den hier fülle. Grafisch mache ich das, indem ich einen Kreis schlage mit beliebigen Radius. Und um diese beiden Schnittpunkte schlage ich jetzt zwei Kreise mit beliebigen, aber gleichem Radius. Und ich kann das auch einfach mit dem Geodreieck machen. Stellt sich hier ein rechter Winkel ein. Wir fällen also das Lot von diesem Punkt auf diese Gerade, wie es die Geometriker sagen. Und das hier ist natürlich ein rechter Winkel. Und wenn dieser Winkel 30 Grad ist und dieser Winkel 90 Grad ist, ist dieser Winkel logischerweise 60 Grad. Und jetzt habe ich hier halt diese beiden Kräfte wieder. Ja, ich kann noch mal gucken, ob ich alles richtig gemacht habe. Alpha 1 ist 30 Grad. So, das heißt, wir haben hier also die Kraft F1 unter einem 30-Grad-Winkel, zeigt in der Richtung. Wir haben hier die Kraft F2 unter einem 60-Grad-Winkel und die resultierende ist gegeben mit 5000 Kilonewton. Ja, und jetzt hat man es natürlich einfach. Jetzt kann ich sagen, die Kraft F2 ist gerade Fr mal Sinus 30 Grad. Das ist gerade Fr halbe oder 2500 Kilonewton. Die Kraft F1 ist gleich Fr mal Cosinus 30 Grad und das ist Wurzel 3 Fr halbe. Und was kommt daraus? 4330 Kilonewton. Ja, und der Winkel Alpha 2 sind natürlich 60 Grad. Und das Ganze kann ich natürlich auch wieder aus den Gleichungen rausholen. Wenn ich eben alle Winkel kenne, dann kann ich diese Gleichung hier natürlich bequem nach den gesuchten Größen auflösen. Also dann denke ich, macht mir die ganze Arbeit keine allzu großen Probleme. Also da ich Fr kenne, kann ich ja F1 und F2 sofort als Sinus und Cosinus ausrechnen, wie es hier geschehen ist. Und aus der Zeichnung kann ich das eben direkt ablesen. Also grafisch und rechnerisch ist das hier alles kein Problem. Ja, also wie gesagt, grafisch einfach 30 Grad Winkel antragen, den freien Schenkel zeichnen, das Lot von diesem Punkt auf dieses Ding hier fällen. Hier muss ich einen 90 Grad Winkel einstellen und dann kann ich die Strecken auch einfach messen. Ja, ich denke, damit ist die Aufgabe beendet. Und wie gesagt, das konnten schon die alten Griechen. Das sind die sogenannten Kongruenzsätze, die man hier verwendet. Wer das also mal nachschlagen will, das hat man früher eben in der Schule gelernt. Man kann ein Dreieck also konstruieren, wenn man drei Größen hat, zum Beispiel zwei Seiten und einen Winkel, drei Seiten oder eine Seite und zwei Winkel. Das nennt man dann die Kongruenzsätze. SSS heißt also drei Seiten. SSW heißt zwei Seiten und einen Winkel. WSW ist zum Beispiel eine Seite und zwei Winkel. Wenn man zwei Winkel hat, hat man natürlich alle drei Winkel. Da gibt es also die verschiedensten Kongruenzsätze und damit kann man sich eben, wenn man die kennt, kann man die grafische Lösung sehr gut machen. Und rechnerisch ist es eben so, dass man entweder einfach die Summe fx und Summe fy aufstellt und durch Quadrieren den Cosinussatz herleitet oder auch diesen Cosinussatz sich aus einer Formelsammlung abschreibt und dann dort die entsprechenden Werte einsetzt. Ja, damit ist das Video dann wohl beendet.